Hallöchen zurück. Wir spielen weiter Tarkov. Wir müssen noch ein paar Sachen auf Shoreline machen, bevor wir uns wieder in die Scheiße begeben. Nämlich wahrscheinlich auf Lighthouse, wo ich meinen letzten Nerv verliere und mich wahrscheinlich hinrichten werde. Ne, prinzipiell müssen wir jetzt erstmal drüben diese komische Fischerhütte machen. Und dann müssen wir nochmal ins Ressort. Im Ressort müssen wir einmal unten in den Keller, glaube ich. Das müsste West Wing sein. Das ist ein komischer Mongo-Keller da rein, um dort irgendwas rauszusuchen. Ich hoffe, das war's hier mit Scavs. PS und richtig was aufgefahren. Können wir überlegen, ob wir die SKS tatsächlich aufs nächste Factory mitnehmen. Weil so vom Aufbau passt die. Ja, es ist nicht die schönste, aber wird schon gehen. Okay. 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 Ja, ein bisschen was mitnehmen, wenn wir eh schon hier sind. Wo soll denn das geplant werden? Hier? Ich dachte am Haus. Ah, das zählt ja anscheinend alles. Unseren Service Skill noch ein bisschen hochkriegen. Ach gut, das zählt hier überall. Dann geht's. Oh, wieder diese Müllschaufel, wirklich. Nee, die bleibt jetzt hier. Keine Ahnung, die habe ich jetzt schon das 40. Mal gefunden, gefühlt. So, damit haben wir den Wet Job auf jeden Fall fertig. Und dann fehlt uns bloß noch, die kann man mitnehmen, sehr gut. Und ein Cargo Export 3 ist das, glaube ich. Also hier könnte auch schon wieder einer legen, ich würde es nicht sehen. Ist auch gerade laut. So, schnell weg hier. Okay, die geht in Singlefire, das würde ich wissen. Ich hoffe mal, dass es ein ruhiger Raid wird, damit wir dort entspannt unten reinmarschieren können, aber eigentlich ist es nie ein ruhiger Raid. Gehen trotzdem gleich mal gucken, ob Sanita eventuell da ist. Zumindest hier vorne. 4-5. Ah, die ist schon. Das können wir wegschmeißen, zack.
Vector ist schon an sich eine schöne Waffe, kann man schon mal mitnehmen. So, hier ist erstmal nichts. Sanita, glaube ich, auch nicht da, wenn es hier so ruhig ist. Sonst brüllen die mal eigentlich gleich los und rasten völlig aus. War hier nicht irgendwo noch ein... Oh ja, noch ein paar Waffen. Das nicht, aber das. Das kann alles mal hier runter. Dann kann man die ruhig schon wieder reintun. Die kosten zwar nicht, aber. Ich hätte was gehört. Dann nehmen wir die Beine in die Hand. Dass er irgendwo oben schießt. Raus. Ja. Das wäre auch wieder ein Huhn gewesen, wenn du hier nicht rauskommst. Na klar. Ich hab gesehen. Geht gleich der Puls wieder. Zwar war nur einer, der zweite ist noch da. Da ist irgendwo der Ene umgekippt.
Ich habe ihn schon wieder gehört. Ich kann gar nicht zuordnen, wo. Escaf. Ich dachte eher aus links rum und eher aus rechts rum. Kann natürlich sein, dass der es komplett predicted hat. Das glaube ich fast nicht. Der ist voll. Fliegt raus. Dann war er wohl alleine. Ja, auf jeden Fall. Gut eingesteckt. Aber der hat an sich einen richtig guten Engel gepiekt. Fand ich persönlich aber. Sortieren jetzt hier. Das kann man behalten, das kann man behalten, das kann man mal nachfüllen. Das kann weg, der kann bleiben. Hm.
15 und 20, was macht er denn? Muni hat er ja gute. Können wir hier noch voll machen, haben noch extra Muni, die kann noch weg. Der wieder rein. Jetzt müsste es wieder gehen vom Gewicht. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Cargo Export 3, wo ich rein muss. Ah, das ist, wo es ist. Das ist in dem extra Abteil im West Wing. Sich auch ganz gut, oder? 47 ist ganz gängig. Der hat keinen Laser dran. Da war aber einer auf jeden Fall mit Laser dabei. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, der eine hat einen Laser dran. Alles. So, hier hinter müssen wir, dann können wir eigentlich schon raus. Bad Job ist Exit, Cargo ist Extract. Zack, die große Wumme raus. Und Richtung Ausgang. Aber da war es mal richtig, also da hat es mir gerade richtig gut gefallen, mal der Fight, einen schönen Flank, den Kunden gesehen, der hat mich völlig verrafft anscheinend.
gab es für den einfach mal ein paar geschmeidige Shots. Der hat jetzt auch nicht schlechtes Gear. Das Headset ist jetzt nicht meins, aber das muss jeder für sich wissen, was er da spielt. Ich dachte schon. Sicherheit geht alle an, deswegen lassen wir noch. Ja, der hat uns relativ gute Rüstung geschenkt. Was kleines Trinken. Ja, das ist aber ein bisschen Geld zusammengespart, ein bisschen Mühe gegeben für die Waffe. Das hat sich natürlich gelohnt. Naja, haben wir das auch geschafft. Oh, das war. Naja, gut. Es ging tatsächlich unten rein. Wahrscheinlich ist so eine Quest, wo man sagt, das ist jetzt nicht entspannt. Full HD. Ja. Der wird die M62, wird er schon Beete gefressen haben. Und da ist er dann halt umgekippt, weil das schon relativ mächtige Munition. Bei mir hat er halt die Brust und Arm getroffen. Deswegen wird er da halt nicht gekillt haben. Hallo, mein Freund. Das geht. Lass mal gucken. So, dann werden wir gleich mal gucken, ob wir noch mal kurz auf Factory gehen und sehen uns gleich wieder. Gut, bis gleich. So. Willst du mich verarschen?
motherfucking coming there! Stop it anymore! Не стреляем. Добро пожаловать в мои владения. Парни, тут наших валят! Ах ты хер ебу! So, die versprochene Runde Factory. Pecher guckt mich hier vorne schon einer an. На, блядь, сука! Zwei Kills für eine Sahne. Oh, dieser Pisser hat auf sich selber eine Granate gedroppt. Sardinas TV. Das könnte der gewesen sein. Schade, aber jetzt fehlt uns noch einer, den machen wir jetzt noch. Wir sehen uns gleich wieder. So, lass das mal jetzt hier schnell machen. Ein Kill wird ja wohl noch drin sein. Wie kann er denn bitte noch schneller da sein als ich? Wo ist er denn gespawnt?
So, hoffen wir, dass wir es vielleicht in dem Run hinkriegen. In verdammt Kill, wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir es beim nächsten Mal, dann reicht's mir. Ist nicht zu mir. Kommt da. Tot, tot, tot. Oh, es überlebt da halt wirklich. Schade, Marmelade. Alter, der ist auch schon wieder fast tot. Gut, eine Runde machen wir noch, letzte. So, wirklich der allerletzte Run. Ach du Scheiße.
Wenigstens hier noch mal ein bisschen reinladen. Ist immer noch da hinten. Der wird dort auch sitzen bleiben, weil das ein Pisser ist. Вон он, сука! Леша, давай, пошел! Du mal besser. So holt er sich also die Leute wirklich. Hundesohn. Ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Factory Cleanup. Vier Leute gekillt. Junge, vier Leute, es ist es einfach. Geben jetzt diese verkackte Quest ab und sind einfach froh, dass ich es geschafft habe. Zack, vier Player abgemurkst. Nicht mal Geld genug dafür, aber wir geben uns wenigstens die Quest ab. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst unbedingt ein Abo da, um mich zu unterstützen. Das macht er ganz kostenlos. Tut euch nicht weh, tut mir nicht weh. Und ein Like, ein Kommentar, wenn ihr möchtet. Und ansonsten sehen wir uns beim
nächstes Mal wieder, um einen Haufen neue Quests zu machen. Ah, da haben wir ganz viele neue Quests. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.